Ja, Namaste. Ich bin's, die Bharati. Ich war gerade gestern in Hampi, bin heute wieder zurückgekommen und bereite gerade das Seminar vor. Also war dort in Hampi, um das Seminar vorzubereiten, was ich zusammen nächstes Jahr mit Clemens machen werde. Er arbeitet bei, oder er ist Gründer, Mitgründer von Live Food hier in Europa. Und ich bin sehr, sehr inspiriert dabei, weil normalerweise mache ich meine spirituellen Reisen ganz unabhängig von der Ernährung. Und natürlich passiert ja immer sehr viel. Wir haben Treffen mit Yogis, wir haben manchmal, wenn wir Glück haben, sehr hohe spirituelle Energie, die kommt. Einfach viel innere Arbeit, viel Bewusstsein, sehr viel, was passiert, klar. Und ich gebe auch viel Wissen weiter, was ich hier seit 10 Jahren in Indien angesammelt habe. Und dazu kommt bei diesem Seminar noch ein extra Teil. Und der ist auch für mich neu, das werde ich das erste Mal machen. Der Clemens ist genauso wie ich langjähriger Rohköstler und hat auch so das wirklich in seinem Herzen, das total weiterzugeben. Und ich habe Clemens auf einer Messe kennengelernt, weil ich halt auch seine Produkte natürlich gern bestelle. Es ist halt einfach ein toller Rohkostversand. Und ja, er hat dann meine Flyer gesehen, was ich so mache, meine Indienreisen, lucide Träume, Astralreisen und so, und hat dann gesagt, hey, das findet er so klasse, dass es jemanden gibt, der Rohkost macht und spirituelle Sachen. Und sagte, eigentlich müsste man sowas mal zusammenbringen, weil bei vielen Leuten ist es so, die Rohkost machen, dass sie vieles nur für den Körper tun und irgendwann eigentlich fast aus Versehen eine spirituelle Erfahrung kriegen. Das ist echt lustig. So, plötzlich fühlen sie sich mehr leicht und manche haben sogar außerkörperliche Erfahrung und manche wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Irgendwie haben mehr Energie und ja, es passiert halt viel Reinigung, weil in dem Moment, wenn wir Rohkost essen, wir nicht nur den Körper reinigen, sondern wir sind halt Körper, Geist und Seele. In der indischen Tradition sagen wir, dass der Körper verbunden ist mit den sogenannten Nadis, das sind die Energieströme, die die Chakren versorgen. Ja, und wenn wir halt den Körper ziemlich verstopfen und ja, können wir uns vorstellen, was so energetisch passiert. Also es hängt auch viel zusammen, wie wir uns fühlen. Und ich kenne viele Fälle, die ihre Ernährung umgestellt haben und plötzlich waren langjährige Depressionen, bums, einfach so weg. Nicht, weil die Ernährung so gesund ist, sondern weil einfach das unsere ursprüngliche Ernährung ist, mit der wir hier eigentlich mal auf diesen Planeten gekommen sind. Es ist sogar in den indischen Veden beschrieben, es gibt sogenannte Zeitalter, die nennt man Yugas. Und im ersten Yuga, Satya Yuga, haben alle Menschen nur roh gegessen. Es gab keine Krankheiten, die Menschen waren gesund, die Menschen waren happy, haben über Telepathie miteinander kommuniziert. Also die Fähigkeiten, spirituelle Fähigkeiten sind ganz natürlich entstanden. Jetzt sind wir im Kali Yuga, 3 Zeitalter später. Und jetzt ist eine ziemlich wilde Zeit. Also Siddha Boga, ein ganz, ganz hoher spiritueller Meister, drück es mal so aus, also ist noch höher wie ein Meister, Siddha stehen noch über den Meistern, hat mal gesagt vor über 3000 Jahren, dass in diesem Zeitalter jetzt, in dem Kali Yuga, in dem wir uns jetzt aufhalten, dass irgendwann so sein wird, dass jeder Zweite Krebs gehabt hat, haben wird oder hatte. Und das ist eine ziemlich große Zahl. In meinen Beratungen sehe ich, dass das langsam leider wirklich so, ja, Realität wird. Nicht nur das. So viele Krankheiten sind einfach hausgemacht, ja. Einfach durch irgendwelche genmanipulierte Ernährung, durch irgendwelche Ernährungen, die mit Pestiziden voll sind. Selbst wenn wir nicht total Rohkost essen, selbst wenn wir nur Bio essen plötzlich, ist ein anderes Lebensgefühl da. Und das macht diese Reise so spannend, die wir machen werden, einfach das beides zusammen zu vermitteln. Also ich freue mich besonders auf den Clemens, weil es einfach total mit dem Herzen dabei, was er macht. Und jedes Mal, wenn wir telefonieren, ist es anstatt 10 Minuten gleich 2 Stunden. Das, ich denke, es wird echt klasse, obwohl wir uns erst 2-3 Mal kurz gesehen haben. Ist einfach da eine Seelenverbindung und einfach ein gemeinsames Ziel, die Rohkost auch weiterzugeben für die Gesundheit der Menschen. Und auf diesem Seminar werden wir nicht nur spirituelle Orte besuchen, meditieren, an einem ganz, ganz wunderschönen spirituellen Platz, mit einem wunderschönen Fluss, große Berge, wo man auf Felsen sitzen kann und meditieren kann, sondern wir werden halt wirklich mit jedem Teilnehmer
Wir werden halt als Gruppe zusammen Rohkost vorbereiten, zubereiten, gemeinsam. Und die Teilnehmer, also ihr alle werdet dann Rezepte lernen. Ich selber werde sicher auch wieder Neues von Clemens lernen, Clemens wieder Neues von mir. Das ist auch sicher ganz spannend und Clemens wird die ganze Verpflegung auch organisieren aus Deutschland. Ein Teil werden wir in Indien erhalten, die frischen Sachen, und Teile werden wir importieren. Aber natürlich werden wir Rohkosttrockner dabei haben, Rohkostbrot zu machen und alles Mögliche. Und ja, also ich freue mich schon sehr. Das wird sicher sehr spannend. Und ja, freue mich, euch dort auch zu sehen. Namaste.